Der König ist in Topform an diesem Abend. 2 Stunden vorher. Alexander Tropschuk lädt seine Playlist. Ganz langsam kommen die ersten Zuschauer in den Münchner Audi Dome, der neuen Heimat der Bundesliga-Volleyballer aus Herrsching am Ammersee. Der geilste Club der Welt spielt diesmal gegen den deutschen Meister aus Berlin. Und dafür hat sich Hallensprecher Tropschuk eine besondere Performance einfallen lassen. Er gibt den Müllmann, denn die Berliner heißen offiziell Recycling Volleys, gesponsert vom Entsorger der Hauptstadt, also die Müllmann-Performance, um den Gegner ein bisschen zu ärgern. Wie alle Randsportarten muss man natürlich irgendwas machen. Es geht nicht einfach um zu provozieren, aber um Aufmerksamkeit zu erregen. Und das kann Tropschuk wie kaum ein Zweiter. Denn der Sport alleine reicht eben nicht gegen die Konkurrenz in der Großstadt. Fußball frisst alles. Deswegen muss man, denke ich, anders sein, wie kleine Firmen das sind. So sind auch kleine Sportvereine, müssen sich irgendwas ausdenken. Und bei uns ist einfach der Event das große Ding. Gut 1000 Zuschauer sind an diesem Abend dem Ruf gefolgt. Und für die lässt Tropschuk kurz vorm Spiel die Hosen runter. Und verwandelt sich dann in seine Kunstfigur, den König vom Ammersee. Ich glaube, manche kennen gar nicht meinen Namen, sondern ich bin halt einfach der König vom Ammersee. Während des Spiels thront der Herrscher an seinem Pult. Er feuert seine Jingles ab, spielt die Musiken ein, versucht ja keine Langeweile aufkommen zu lassen. Kongenial unterstützt von seinem Bruder Manuel, der auf der anderen Hallenseite Vollgas gibt. Der König ist in seinem Element. Die Mannschaft auch. Und trotzdem ist der König nicht zufrieden. Die Zuschauer müssen mehr kommen. Die war eigentlich jeder gewöhnt, Volleyballspiel zu sehen, aber die mussten halt jetzt irgendwie hinkriegen. Aber die merken es, die kommen da gleich. Jetzt kommen noch ein paar Knaller. Boom, zack. Und die Untertanen, sie folgen. Und das Team hält das Spiel lange offen. Und auch wenn die Herrschinger am Ende dann doch deutlich verlieren. An der mangelnden Unterstützung lag's ganz sicher nicht.